Wir uns gleich wieder reequippen. Und zwar zu einer MK16 CQC Holo. Also mit Holovisier. Sonst können wir jetzt auch hier wechseln. Durch das Mausrad-Menü. Hat auch verschiedene Feuermodi, die wir mit F wechseln können. Hier voll und halbautomatisch. Und wir machen jetzt den vollautomatischen Modus, um diese Ziele hier, ja, auszuschalten. So. Wenn wir schon Vollautomatik haben, dann kann ich ruhig ein bisschen draufhalten. Ich meine, ich treffe ja fast alle, ne? So. Ja, das. So. Bla bla, also das Fadenkreuz hier vorne kann für kurze und mittlere Distanz benutzen. Danach sollte man hier entweder so einen Aufsatz oder Kimme und Korn haben. Wenn man die zweite Maustaste gedrückt hat, kann man außerdem noch zoomen. Das geht natürlich auch hier drin. Und wenn man Plus drückt, jo, bleibt das da vorne. Gut, jetzt müssen wir halbautomatisch schießen. Und am besten mit Zoom. Weil wir da hinterschießen müssen, deswegen auch halbautomatisch. Man kann natürlich auch vollautomatisch schießen, aber halbautomatisch ist natürlich, ja. Man gibt halt nicht so viele Schüsse ab und deswegen ist man präziser. So, hier ist auch doch ganz leicht mit der vorgegebenen Zielzahl. So, dann kommen wir jetzt zu dem schönen nächsten Re-Equip. Hier. US-Armee Standardwaffen. Re-Equip. Ah ne, warte. Ich muss das hier drücken. Upsala. So, haben wir jetzt ein LMG. Außerdem gibt es noch MMG und HMG. Und zwar steht das für Leichtmaschinengewehr. Oder Light Machine Gun, Middle Machine Gun und Heavy Machine Gun. Auch wenn die Heavy Machine Gun, also die ganz großen, nur auf Fahrzeugen bzw. drei beiden festgemacht sind oder halt irgendwo festgemacht sind, weil die sonst einen viel zu starken Rückschuss haben. Die LMGs und MMGs kann man so benutzen, aber man sollte in die Hocke gehen, um die zu benutzen, weil der Rückschuss oder halt Hocke oder liegen, weil der Rückschuss so ziemlich hart ist. Wenn die auch nicht, wenn man ja, gedrückt hat, dann würde man da nicht klettern. Haben wir ein MG, deswegen baller ich einfach mal drauf, man kann es auch mal jetzt Ziffernkreuz und komplett dieser kleine Punkt da hoch geht. Also dieser hier in der Mitte und der zeigt an, jo, wo die Kugel dann sogar hinkommt. Wirklich schade, dass es bei Arma 3 nicht ja ein anderes Fadenkreuz ist, aber weil ich das eigentlich ganz schön fand. Es hat ja irgendwie sowas von Arma, aber ja, jetzt ist es halt mehr so Ego-Shooter-Feeling, finde ich. Wenn man es falsch schlägt. So, man kann sich natürlich auch hinlegen. Wenn hier jetzt aussieht, kann der Ziel in einer größeren Entfernung ausschalten, wobei man natürlich immer zoomen sollte, damit man natürlich das Ganze sehen kann. So, noch 10 Ziele. Man sieht, das verzieht jetzt echt, wo ich hier liege, fast gar nicht, weil es ein ja, nicht sehr großes Kaliber ist. Natürlich auch größere Kaliber, beziehungsweise die MMGs haben größere Kaliber, die verziehen dann natürlich auch ein bisschen mehr. So, nachladen, eher, wie immer. Okay. So, ich war jetzt zu schnell, damit ich noch ein bisschen was auf den restlichen Festplanspeicher bekomme. Ich mache jetzt auch noch jeder Runde, wir holen uns jetzt zum Scharfschützengewehr. Nach jeder Runde mache ich auch. Ach komm, geht doch kacken. Auch nach jeder Runde guck ich jetzt immer. Hä? Ach, okay, hier. Guck jetzt immer nach, wie viel Festplanspeicher noch vorhanden ist und ob ich noch eine weitere Runde aufnehmen kann. So, etwas größeres Kaliber. Und ja, natürlich auch für die Entfernung. Die können wir mit Bild auf und ab einstellen. Wenn man hier oben sieht, den Haltepunkt, das sehen wir nur hiervon, ist meistens ja auf 300 eingestellt. Ist er auf 300 eingestellt? Geht es auf 100 Meter? Das stellen wir hoch auf 200. Stellen wir hoch auf 300. Stellen wir hoch auf 400. Und bei 500 sollte man den Atem mit der sekundären Maus also anhalten, damit man präziser zielt, weil man sonst wahrscheinlich gar nicht bis dahin treffen würde. So, müssen wir auf belegliche Ziele schießen. Und jo, genau da war ich gerade, wo ich aufgehört habe. Oder wo ich gemerkt habe, dass die Aufnahme nicht mehr läuft. Und deswegen werde ich ab hier jetzt wieder alles normal vorlesen. Vielleicht, oder? Hm, nee, ich meine,
ihr habt nichts davon mitbekommen. Also es wäre irgendwie nur schlecht für euch, wenn ich jetzt da einfach durchrasche, was ich schon lange kenne und mich nicht mehr interessiert. Und ich werde einfach etwas wieder schneller machen, damit ich noch ein bisschen was auf die Aufnahmen bekomme, weil mir das gerade zu hammermäßig viel Bock hat. Dann kann ich auch 2 Folgen am Tag hochladen, damit ich öfter aufnehmen kann. Wow. Und ihr mehr habt? Klar. Oh, ich habe gerade ein Ziel in 300 Meter Entfernung mit... nur 200 oder so. Hier müssen wir jetzt ziemlich weiter... Oh Mann. Und hierzu bräuchte ich jetzt echt einen Spotter, damit ich sehe, wo meine Kugel aufschlägt. Aber es geht auf jeden Fall noch. Ich meine, wir sind ja nicht unter Ace-Bedingungen, wo die ballistische Flugbahn der Kugel dann natürlich noch viel realitätsnäher ist. So, jetzt kommen wir noch zu den Granaten. Die Steuerung finde ich bei Arma ehrlich gesagt echt nicht so toll. So, holen wir uns ein paar Splittergranaten. Die können wir mit F auswählen. So. Wir haben jetzt oben den Punkt. So. Hier steht, wir brauchen keinen direkten Sichtkontakt. Und ja, wenn wir nicht im feindlichen Geschütz geraten, können wir es machen. Und, oder wenn wir einen Feind treffen wollen, der sich in einer Deckung versteckt. Und ja, großer Explosionsradius fügt mehr Feinden Schaden zu. So. Scheiße. So hätte ich das selber in die Luft gesprengt. So. Ich brauche noch ein paar mehr Granaten. Ich kann mir doch auch von Anfang an mehr nehmen, oder? Ah. Fülle ich hier mal schnell alles. So. So, jetzt haben wir Granaten. 12. So, und jetzt halten wir mal ein bisschen gedrückt. Und. Die war zu weit. Umso länger wir gedrückt halten, umso stärker wird das halt eben. Lol. Alle auf einmal. So, okay, dann gehen wir noch auf den Schießplatz für schwere Waffen. Also jetzt für Raketenwerfer und ähnliches. Ja. Aber nicht in der Kiste, oder? Ja, in der. So, hier haben wir jetzt auch noch einen schönen Raketenwerfer, und zwar eine MAWWS. Die können wir hierüber auswählen, mit dem mittleren Meisterrad und so. So, das wird hier blicken und dann gucken. So, hier sehen wir jetzt auch, welche Entfernung es ist. Es ist so, dass das Meter, kann ich hier was einstellen? Okay, das finde ich etwas unnütz, aber naja. So, da Raketenwerfer in Arma, ohne Ace und alles, eine echt nicht sehr realistische. Ja, es ist schon realistisch, aber nicht so realistisch, wie wir eine Ace jetzt zum Beispiel haben. Ist das ziemlich leicht, also Ace wird auch schwerer. Mal gucken, ob ich da auch mal ein bisschen was spielen werde. Gut, holen wir uns noch ein Javelin. Das dürfte jeder schon mal gesehen haben, zum Beispiel aus... Na, scheiße. ja, COD oder so, ne? Ich glaube, da gibt's... Ja, da gibt's auch Javelins. Das sind die, die nach oben fliegen und dann wieder nach unten gehen. Das seht ihr aber gleich. Da kann man nämlich auch ziemlich weit entfernen. So, das wird jetzt gleich ein bisschen lauter. Oh, so laut. Ja, komm. So. Ja, damit können wir auch etwas weiter oder ziemlich weiter entfernte Ziele, weil. Jo, die ist auf jeden Fall sehr genau und kann auch. Ja, ziemlich. Oder ist halt auch ziemlich stark und kann so. Ja, so. Ziemlich viel. Mit. Ja, also es kann ziemlich schnell ziemlich viel zerstören. Okay. MK16. ELMG Holo. Okay, dann kommen wir jetzt auch zu Granatwerfern. Hier den Feuermodi hochstellen, kommen wir zu Granatwerfern. Und jetzt haben wir unten so einen kleinen Bildschirm. Ich glaube, der funktioniert nicht. Weil der geht falsch. Ja, also der nicht so gut. So. Kann noch ein bisschen höher. Okay, das ist die letzte Waffe des Tutorials, und zwar den M32 Granatwerfer. Du musst ja alle 4 Gruppen von Zielen mit den Granatwerfern zerstören. Hui, es ruckelt. Lol, was ist jetzt los? Was war...
So, da bin ich wieder. Das ist mir gerade die Aufnahme einfach mal abgekackt. Jo, Festplatte voll zurück. Ich habe jetzt kurz die Folge gerendert. Die Ladung ist gerade schon hoch. Und jo, wir machen jetzt einfach mal kurz weiter. Jetzt wird natürlich wieder ein bisschen Platz auf der Festplatte. Das heißt, wir können wieder ein bisschen aufnehmen. Oder ich. Da muss ich noch, ja, hier noch kurz beenden. Und dann steigen wir in unser Humvee ein. Und tschüss. So, deswegen hat es übrigens auch am Ende so hart gelaggt oder geruckelt oder was auch immer. Warum habe ich die plötzlich geschafft? Okay, ich bin froh drüber. Okay, machen wir mit Erste Hilfe weiter. Die Aufnahme wird wahrscheinlich auch nicht so lange gehen. Ich werde es dann gleich wieder was rendern, ein bisschen mehr rendern und dann gleich vielleicht auch ein bisschen mehr. Es macht uns so hammermäßig viel Bock, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Schnell zu den Verletzten. Weg mit dir. Drücken Sie das Sternchen-Symbol. Drücken Sie Eingang, um ihn zu behandeln. Okay. Okay, dann behandle ich ihn mal. Ja, dann behandle ich ihn mal, ne? Ja, hier sieht man auch, dass er A sagen kann. Wie man auch gerade gesehen hat, haben wir natürlich besondere Fähigkeiten und hier jetzt müssen wir einfach nur unsere Hände drauflegen. Und jo. Und. So, ich guck mal kurz für mich. Jo, und dann wird er als Gehalt durch unsere magische Kraft. Was denn auch sonst? Okay, finde ich echt interessant, ne? Wollte gerade nur gucken, was man. Okay, dann tragen wir ihn zweiter, ob er schießen kann. So, hoch mit dir. Sieht auch so ziemlich komisch aus. Aus Perspektive. Jetzt sag ich mir, der jetzt wieder das lustig wegpackt. Pass mal auf. Okay, packt nicht mehr weg. Schade. Hey! Ich sah, dass er kurz ein bisschen hochgenommen hat. Füße hoch, die Hände da genommen, wo die Hände gar nicht sind. Auf die Schulter drauf. Und daran geht's. Großenglisch. Tragen beenden. Und wie ist das Wetter? Jetzt sind Sie bekranken von hinten. Und drücken Sie Eingabe oder Mittelmaus. Das Wetter ist. Achso, jetzt muss ich mich hier behandeln. Ah! Okay. Hab verstanden. Sie haben gelernt, wie man sich bei einem Kranken oder ähnlichem sich einiges zu viel braucht. Krankenwagen jetzt. Danke. Okay, jetzt habe ich die Verletzung erlitten und jetzt muss mich einer von meinen Kollegen helfen. Oh, es tut so weh. Nein, bitte nicht. Oh, es tut so weh. Nein, bitte nicht. Hui, ich kann meinen Kopf noch bewegen. Bin gesund. Öffne das letzte Menü und wählen Sie verwundet aus. Ach genau, checkt uns jetzt. Ja, und macht's hier Spaß? Hier, hallo? Und wie geht's dem Ziele? Und absolut, dann haben wir
ist auch schon geschafft. Und dann werde ich wahrscheinlich auch wieder den Auftrag beenden, weil meine Festplatte schon wieder voll ist, weil die Datei so unglaublich groß ist. Das glaubt ihr nicht. Und rein da. Tschüss. Genau, und wir sehen uns dann bei der nächsten Mission. Bis dann.